Herzlich willkommen zum Zweikampfsofa und Neverwinter. Es ist Zeit, über Modul 21, Mod 21 zu sprechen. Für mich gefühlt noch ganz lange hin. Wir auf der Konsole kriegen es sowieso erst ganz spät. Auf dem PC ist es angekündigt jetzt für den 8.7. Heißt so, ich schätze mal wieder mal 4 Wochen später. Also irgendwas im August wird es auch die Konsolen erreichen. Also noch lange hin. Aber ich merke, die Leute wollen immer ein bisschen was zu den Modulen schon wissen. Und vieles wisst ihr auch schon. Trotzdem, ich möchte noch ein kurzes Video dazu machen. Ich fasse das auch alles ganz schnell zusammen. Augenscheinlichstes zuerst. Level 80 wird abgeschafft. Das höchste Level, was man in Neverwinter jetzt erreichen kann, ist Level 20. Solltet ihr schon auf dem Weg zu Level 20 gewesen sein, also Level 16 oder sowas erreicht, dann werdet ihr automatisch auf 20 hochgepusht. Alle anderen, die Level 80 erreicht haben, werden, wenn sie die Konsole anmachen, sehen, sie haben Level 20. Was aber gar keinen Unterschied macht, denn all eure Kräfte und sogar die ganzen Gegenstandsstufen, die ihr habt, die sind alle gleich geblieben. Und machen wir uns nichts vor, Level war ganz früher mal wichtig, als es noch Kraftpunkte gab und man ganz hohes Level haben musste, um auch irgendwie viel Kraft zu haben. Mittlerweile Level 80 konnte man sein mit 5000 Gegenstandsstufe und 50.000 Gegenstandsstufe und dazwischen irgendwo lag dann die Wahrheit. Also es ist völlig egal, welches Level da steht. Wichtig ist eure Gegenstandsstufe und welche Werte und Stats ihr habt und die bleiben einfach gleich. Für Neueinsteiger heißt das ganz einfach, das Leveling, das Aufschließen zum Endgame wird abgekürzt. Man erreicht jetzt schneller das höchste Level, aber nicht die höchste Gegenstandsstufe. Und das sogar ohne XP oder EP, ohne Erfahrungspunkte. Denn auch die sind abgeschafft. Was auch bedeutet, dass alle Ausrüstung, alle Verzauberung und sogar die Gildensägen, die bisher irgendwas mit XP, EP Boosten zu tun hatten, 5% mehr Erfahrungspunkte oder sowas, die fallen einfach weg. Die gibt's nicht mehr, werden umgemünzt in Bewegungsgeschwindigkeit. Und zwar nicht die Reittiergeschwindigkeit, die es auch bei den Sägen zum Beispiel bei der Gilde gibt, sondern eure persönliche Bewegungsgeschwindigkeit wird einfach erhöht. Also einfach merken, überall wo plus Prozent XP drauf stand, wird dann plus Prozent Bewegungsgeschwindigkeit draufstehen. Wer sich jetzt fragt, wie man ohne Erfahrungspunkte denn aufsteigen kann, ganz einfach, die Kampagnen werden umsortiert. Und zwar gibt es Abenteuerzonen und Kampagnen. Und in den Abenteuerzonen wird nochmal unterschieden in normale Abenteuerzonen und die Abenteuerzonen zum Leveln. Diese Gebiete haben verschiedene Aufgaben, die sie jetzt ja auch schon haben und ihr müsst alle Aufgaben nach und nach erledigen und am Ende bekommt ihr denn praktisch die Erfahrungspunkte, also den Aufstieg, den Stufenaufstieg für euren Fortschritt. Noch dazu verbunden mit ganz attraktiven Sachen, die man da kriegen kann. Da sind Auswahlpakete für Runen und Verzauberungen dabei, Gesundheitssteine, Schriftrollen des Lebens oder runische Rucksäcke für mehr Platz. Bis hin zu Gefährten und Reittieren. Es ist ganz viel, was man da noch zusätzlich bekommt, neben seinem Levelaufstieg. Und bei Level 20 ist dann Schluss. Auch die Kampagnen wurden unterteilt in sozusagen die laufenden Kampagnen und dann Legacy Campaigns, heißt es hier so schön. Die sind optisch ansonsten genauso geblieben. Man muss diesen Baum da erfüllen, um voranzukommen in den Kampagnen. Also für die alten Hasen in Neverwinter eigentlich keine großartige Änderung. Für die Neueinsteiger, die das alte System dann gar nicht mehr kennen, glaube ich, ist es so viel einfacher. Und auch die Einführungsquest und die Erklärung und Tutorials sind geändert worden und es ist viel verständlicher geworden. Was dann wieder alle betrifft, sie haben auch die Gelegenheit beim Shop ergriffen und die Wartelisten wieder neu sortiert. Neben Prüfung, Gewölbe und Gefechtswartelisten gibt es jetzt die Advanced Dungeon Queues, also die Gewölbewartelisten für die Fortgeschrittenen. Und da drin finden sich die Wartelisten, wo eigentlich, wenn wir ehrlich sind, ganz viele, die da reingewählt wurden durch die zufälligen Wartelisten, sich gleich wieder raus teleportieren und man dann sowieso nur mit einem halben Team da steht. Da ist die infernalische Zitadelle drin, das Versteck des wahnsinnigen Magiers, Castle Ravenloft und das Grab der neuen Götter. Aber auch da gibt es weiterhin Astral, Siegel und Bonus für verschiedene Klassenrollen. Und dann kann man seine Gegenstandsstufe weiter steigern, denn man kann jetzt die Reittier-Insignien auf mystisch veredeln. Das boostet mal eben von einer legendären Insignie mit 200 GS auf eine mythische mit 500 Gegenstandsstufe, also mehr als
verdoppelt der Gegenstandsstufenwert. Man braucht dafür aber 2500 Insignienpuder, was der Gegenwert von 10 legendären Insignien ist, die man dafür umwandeln muss in Puder, um dann eine auf Mythisch zu ziehen. Das Ganze müsst ihr 15 Mal machen, wenn ihr alle eure Insignien auf Mythisch haben wollt. Ich habe keine Ahnung, wie man in seinem Leben irgendwie so viel Insignienpuder zusammenkriegen soll, außer man kauft sich legendäre Insignien. Also durch Sammeln würde ich es nicht hinkriegen. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht, was sie sich dabei gedacht haben. Dann wurde bei unserem Buff-Food die Elixiere und Tränke, die man nimmt, um seinen kritischen Trefferschaden zu steigern, die momentan noch 7,5 und 10% mehr kritischen Trefferschaden raushauen, wurden genervt und geben nur noch 5% kritischen Trefferschaden. Vermutlich haben wir alle zu viel kritischen Trefferschaden rausgehauen. Oder so. Und es gibt einen neuen Raum, der Klingenhandel sieht jetzt anders aus. Wenn man diesen betritt, dann sieht man die Abenteurer-Gilde. Also es hat nichts mit eurer Gilde zu tun, sondern alle Abenteurer können einfach dort hinein, sich umgucken, verschiedenste Räume. Es ist einfach so ein bisschen Meet and Greet, wenn ihr mich fragt. Zusätzlich gibt's noch auf dem PC eine Arena, naja, sagen wir mal, es ist die oberste Ebene, die wir kennen, wenn wir Hallister besiegen im Turm des wahnsinnigen Magiers. Da kann man gegen NPCs seine Waffen austesten und gucken, wie man sich da so verhalten muss, mit Kampfvorteil, was es so bringt, so ein bisschen so zum Austesten der eigenen Fähigkeiten, ohne echten Schaden zu nehmen. Aber ob das auf die Konsolen kommt, das weiß ich nicht wirklich. Also ich glaube da nicht wirklich dran. Ich würde mich freuen, aber ich bin da vorsichtig. Das will ich euch nicht versprechen. Und da findet ihr schon ein Video auf unserem Kanal zu, der Barde, die neue Klasse, wird mit Mod 21 rauskommen. Das klingt wieder mal nach massiven Änderungen, ist es aber in Realität glaube ich gar nicht. Level 20 neu, so what, ob da 80 steht oder 20, kann auch den altgedienten Spielern völlig egal sein, solange Gegenstandsstufe und Werte einfach gleich bleiben. Wartelisten neu sortiert ist nicht das erste Mal, haben wir schon häufiger erlebt. Kampagnen neu sortiert, gut, für die Neuen, die kennen es nicht anders. Die alten Hasen sind sowieso nicht mehr in den Kampagnen unterwegs, außer für Twinks-Leveln. So what? Insignien, ja, ich habe schon bei dem Zaumzeug aufgegeben mit dem Veredeln. Das ist alles viel zu teuer. Das ist aber für uns alle so. Und Änderungen an Buff-Food oder irgendwelche Ausrüstung kennen wir auch. Und auch da wird es in Mod 21 wieder Neues geben. Also insofern, freut euch drauf. Es geht immer noch weiter mit Neverwinter. Immer noch Änderungen. Es entwickelt sich weiter. Ob euch die Richtung gefällt oder nicht, müsst ihr für euch entscheiden. Wir sehen uns beim nächsten Video oder im Spiel. Bis dann. Tschüss.